So, weiter geht's mit Uncharted. Nachdem ich mich über Panzer aufgeregt habe, möchte ich mich danach als nächstes aufregen, warum zur Hölle ein Gegner jemals. Also, wir müssen uns mal kurz drüber. Also, ich habe mich bereits darüber beschwert, dass dieses Spiel komplett Gameplay vor irgendwie Logik stellt. Aber wir müssen noch mal hier mal kurz. Ja, okay, renn halt da. Ja, renn halt genau dahin. Danke. Wir müssen mal kurz eine Frage stellen. Warum zur Hölle würde irgendjemand einen Raketenwerfer mitnehmen? Hier in diese. Oh Mann, ey. Ja, ich bin hier. Ja, okay, nice. Ja. Ist der Wissen tot? Ich hoffe. Der Typ mit der Diegel tot bin ich jetzt gleich tot. Warum irgendjemand eine APG mitnehmen würde hier? Ich meine, womit rechnen die denn mit? Mit feindlicher Panzer? Ich meine, wofür brauchst du bitte schon einen motherfucking Raketenwerfer? Für nichts! Für absolut nichts brauchst du einen motherfucking Raketenwerfer! Es sei denn, du rechnest mit gepanzerten Gegnern! Aber das ist ja wohl ein bisschen unwahrscheinlich hier, oder? In Nepal. Wir sind in fucking, motherfucking, fucking, fucking Nepal. Niemand wird hier irgendwas Gepanzertes haben. Es gibt nichts, wofür du einen Raketenwerfer brauchst. Und komm mir nicht mit, du musst doch welche scheiß Tempeltüren aufschreiben. Da kannst du auch Sprengstoff mitnehmen. Und nicht einen ganzen fucking Raketenwerfer, den keine Sau braucht. Mal davon abgesehen, dass wir mehr im Innenraum sind. Ich bin mir fast sicher, dass du, wenn du in so ein Zimmer wie diesen hier einen Raketenwerfer abfeuerst, danach alle Leute in diesem Raum tot sind. Schon allein aufgrund der Druckwelle. Und wenn nicht tot, zumindest alle Leute flach liegen. Und ein Raketenwerfer ist ziemlich das Dümmste, was ich mir vorstellen kann, dass du irgendwie mitnehmen willst. Mal von abgesehen, dass so ein scheiß Ding zu 11 Kilo wiegt. Ohne Munition. Nur das Rohr. Oder waren es 11 Kilo? Ich glaube, es waren 11 Kilo. Viel zu schwer auf jeden Fall. So irgendwie sinnvoll mitgenommen. Ich meine, wir sind immer noch im ziemlich unwegbar. Ja, renn halt im Kreis. Ja, natürlich kommen da oben noch. Natürlich kommen da oben noch mehr von Lazarius. Hinter mir sind bestimmt auch welche, oder? Und was schießt? Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Ja, wieder ein Typ, der nur auf mich zurennt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Es ist unendlich dumm. Ich hoffe, der wollte gerade eine Granate werfen. Ich meine, warum solltest du einen Raketenwerfer mitbringen? Okay. Das hat vielleicht in Modern Warfare einen gemacht. Call of Duty. Ich meine, die waren da irgendwo im Mittleren Osten. Okay, da kommen gerade die Amis invasieren. Natürlich hast du einen scheiß Raketenwerfer bei. Okay. Aber warum? Oh, ja, natürlich noch mehr! Wahrscheinlich stirbt gleich Elena wieder. Weil die nimmt irgendwie gerade den Fokus auf sich, was sehr unglücklich ist. Weil ich ärgere mich noch mehr, wenn sie stirbt, weil sie kann nicht in Deckung rennen, ne? Okay. Oh, guck mal, da hinten ist schon wieder Schrufle im Bartmann. Der schießt, obwohl es absolut nichts gibt, was er treffen kann, weil die Schrufle nicht. Guck dir das an! Das ist die dümmste Gegner-KI, die man sich vorstellen kann! Das ist so ein dummer Gegnertyp! Wer hat sich die Scheiße ausgedacht? Wer hat das gesehen und dachte, nein, das ist genau das, was ich brauche für mein Spiel. Guck mal, der Typ rennt einfach nur über offenes Gelände! Wie der letzte Vollspaß, der er auch ist! Mit null Taktik im Sinn! Das ist einfach nur ein Bullet Sponge! Der macht nichts, bis er vor dir steht, dich mit einem Schuss umbrietet! Und ich habe keine Munition mehr. Nice! So, wartet jetzt bitte. Ich habe nämlich keine Munition mehr. Ich kann den Kampf leider nicht weiterfinden. Ich hätte noch ein paar Granaten werfen können, aber ich hätte echt gesagt, auch nicht gewusst, auf was. Es ist so unendlich dumm, echt. Ich meine, wie kann man als Entwickler sich irgendwie denken, ja, das ist schon ein spaßiges Spiel, was das ist. Vor allem, ich spiele fucking normal. Ist ja nicht so, dass ich hier irgendwie auf sehr schwer spiele oder so, weil ich mich irgendwie selbst quälen müsste. Nein, ich spiele auf normal. Das ist das Standarderlebnis. Darunter kommt nur noch leicht. Ich wusste ja schon, wie scheiße Kämpfe in dem Spiel sind. Und es wird jetzt mit jedem Kapitel immer schlimmer. Achso, ich komme da gar nicht rüber. Das ist ja ärgerlich. Raketenwerfer Indo oder wenn du im Fenster bist. Ja, stimmt, der Backblast ist ja auch noch da. Aber ich hätte eher Angst vor der Explosion. Vielleicht sind wir da. Weil ich meine, wenn wir jetzt hier mal so angucken, so Raketenwerfer. Gott, die macht ja eine Explosion. So, da kommt doch bestimmt mächtig Druckwelle beisammen, oder nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die gesund ist. Wenn du da irgendwie drin stehst. Da liegst du erstmal flach. Also gerade so in engen Wänden, wo das am besten nochmal wieder zurückprallt. Da kommt gleich noch die zweite und die dritte Druckwelle. Also zumindest das Trommelfell ist weg danach. Wie schmeckt das? Das ist nicht schlimm, das ist eine Heat. Nicht schlimmer als Handgranaten? Ja, aber Handgranaten nur werfen ist doch auch nicht so die geile Idee, oder nicht? Laufen wir da nicht in die gleiche Druckwellenproblematik? Habe ich eigentlich schon willkommen zurückgesagt? Ja, habe ich, oder? Aber ich habe schon durch die Episode gewechselt im Kampf hier. Regt mich trotzdem endlich auf. Also. Oh nein. Ist ja gut. Wir sind hier.
Sie hatten recht. Recht womit? Alles, was Sie anfangen, geht wirklich schief. Okay, los. Wir bringen Sie heraus. Nein. Was machen wir? Haben Sie sie gefunden? Die Expedition? Ja, das habe ich. Verstehen Sie, was ich tun musste? Ja. Hätten Sie den Stein gefunden, wäre die Welt heute eine andere. Ruhig, ruhig. Er hat den Dolch. Ich weiß. Er ist zum Turm gegangen. Halten Sie ihn auf. Ganz ruhig. Nicht bewegen. Dieses Kloster birgt den geheimen Weg nach Shambhala. Holen Sie den Dolch zurück. Finden Sie den Weg. Und vernichten Sie den Stein, bevor er ihn findet. Drake. Sie müssen glauben. Schäfer. Oh, Hit. Wir können ihn nicht einfach hier lassen. Wir haben keine Wahl. Du hast es gehört. Glaubst du, dass das alles wirklich wahr ist? Ich weiß nicht. Aber er glaubte dran. Das reicht mir. Okay. Wir sollten uns trennen. Was? Hör zu. Ich kundschafte den geheimen Eingang aus und du gehst zum Turm und überlegst dir, wie du an den Dolch kommst. Ja, okay. Aber sei bloß vorsichtig und bleib in Funkkontakt. Ja, okay. Viel Glück. Immer muss ich mir jetzt keine Sorgen machen, dass sie stirbt. Auf der anderen Seite, das kam gerade sehr unerwartet, dass sie sich einfach trennt, ne? War hier nicht vorhin noch ein Weg? Ich muss glauben, bestimmt. Also mit Handgranaten ist das, was sag ich, wenn du 2 Millionen HP hast? Wow. Sandgranaten indoors ist auch keine gute Idee. Wahrscheinlich noch ein bisschen eine Frage, ob das Splittergranat. Obwohl. Na doch, warte mal, das macht einen Unterschied, ob du so eine. Wie heißen die denn? Es gibt doch Handgranaten ohne Splittermantel, aber du kannst doch bei manchen kannst du doch sogar diese Splitter, diese Metalldingens abnehmen. Weil das ist diese Fragmentationsdingsbumsschicht. Und eine Splittergranate müsste theoretisch doch weniger Druckwelle machen als eine Handgranate mit Splitterdings. Einfach nur, weil ein relativ großer Teil der kinetischen Energie ja theoretisch. Genau in der Mitte ist so ein scheiß Dings, wie soll ich dann da ranspringen? Weil ein relativ großer Teil der kinetischen Energie müsste ja theoretisch auf die Splitter auch rübergehen. Man hat sich denn die Splitter durch wie 7 ist natürlich eine andere Geschichte. Als ob. Aber die reine Druckwelle müsste erstmal geringer sein, weil halt für die Leute, die um die Ecke stehen, wahrscheinlich das Relevanteste von allen ist. Nate, würdest du bitte nach rechts klettern? Da muss ich jetzt sagen, warum? Ist das ernst? Warum denn? Ich hätte einfach darüber klettern können. Ernsthaft jetzt? Warum muss ich denn hier hangeln? Ich würde gerne nach oben. Geht das nicht? Hä? Sind wir jetzt einmal in Schottland oder was? Nate, würdest du einfach mal deinen linken Fuß einfach bitte auf das Brett da packen und danach den rechten und dann... Okay. Splitterring hat ja Säurestein. Ja, aber trotzdem springen die Splitter ja durch die Gegend. Das war jetzt ja gerade meine Argumentation. Soll ich jetzt einfach hier rüberspringen? Ja. Also ich weiß nicht richtig, weil ich... Du siehst ja, wenn er mit den Schultern zuckt, dann will ich versuchen, ihn nur hochzudrücken. Passiert irgendwie gerade nicht. Das ist ja ein Ärger. Ich drücke X. Oder soll ich jetzt einfach wieder rüberspringen? Nee. Hä? Ich werde ja jetzt einfach kommen hier bis... Nee, das geht auch nicht. Windows eher im Becken räumen Problem. Also wenn es ein engerer Gang wäre, wäre eine Handgranate eher tödlich als hier. Das offene hier, meinst du, das ist... Da unten liegt noch Munition. Ja, trotzdem weiß ich jetzt nicht, wie ich jetzt hier rüberkommen soll. Jetzt würdest du bitte einfach... Willst du mich verarschen? Also, ansonsten lobe ich ja eigentlich immer das Klettersystem von Uncharted, weil eigentlich wirklich ein Süd funktioniert und du auch an Sachen ranspringen kannst, die jetzt nicht so aussehen, als wären sie total vorgesehen, aber jetzt ist hier... Okay, jetzt habe ich auch so einen Scheiß gedrückt, das wollte ich gar nicht. Ups. Alles gerade ziemlich dumm gewesen. Versteh
Verstehe ich gar nicht. Was soll denn das? Ist übrigens wieder so ein Schummelsprung, ne? Was, ist das ein Schatz? Wie jetzt? Ach so, lol. Also ich habe natürlich keine Hoffnung, alle Schätze zu finden. Okay, das macht vieles einfacher. Vielleicht wieder ohne Springen drücken. Ja, habe ich ja gemacht. Du hast ja gesehen, wie er so an den Schultern gezuckt hat, dass ich ihn gedrückt habe. Dann hat er. Ist halt auch nichts passiert. Ach so, die wissen schon. Die wissen nicht, dass ich da bin, oder? Okay, das war genau das. Ich würde eigentlich die Granate wieder wegstecken. Vorsicht! Ist er wirklich tot? Warum sind die Typen jetzt eigentlich mit besseren Waffen ausgerüstet als die unten? Ja, diesmal sind es halt nicht Eddies Jungs, sondern es sind immer die gleichen. Das ist ein Splitterschutzhelm. Möchtest du mir jetzt einfach nach 200 Gegnern erklären, dass die Gegner gar keine Kopfschüsse aushalten sollten? Oh, da oben sehe ich schon wieder einen Schatz. Kann ich den lose schießen? Liegt der jetzt da ganz unten auf dem Fensterbrett? Okay. Geschafft. Ich glaube, ich würde über den nächsten Dreck auch viel weniger mich ärgern, wenn ich mit Maus Tastatur spielen durfte, oder? Hey, diesmal ist die Waffe oben geblieben. Nice. Bis? Ach so. Ah, ups. Er hat es nie gelesen. Das ist mit dem Splitterschutzhelm, dass der vor Schüssen schützt. Die Mauer neben der Leiter? Vielleicht. Ich sehe ihn! Okay. Das ist tatsächlich habe ich gerade einige Kommentare überlesen, aber das HE und Splittergranaten das gleiche sind, das ist ja genau das, was ich vorher argumentiert habe, dass das halt diese abnehmbaren Mantel gibt und dass die HE-Granaten an sich erstmal die gleiche Druckwelle machen, aber. Jason, würdest du bitte? Also ich habe gerade Kreis gedrückt, das ist gerade runtergefallen. Also die Kante da sieht so aus, könnte ich da hinten, aber irgendwie auch nicht. Oder oben die Kante? Ja, aber oben an die Kante komme ich ja halt auch nicht ran. Menno. Und meine Argumentation war halt, dass das Gewicht der Splitter ordentlich kinetisch... Ach, guck mal, hier, was ist denn hier? Mauern. Die Mauern nehmen wir leider, ja. Geschafft. Gut, dass ich die Kommentare übrigens mit der Mauer neben der leider natürlich erst dann lese, wenn ich schon da bin. Nicht vorher. Wäre auch sonst so einfach. Tada! Ja, ja. Was war jetzt mit dem Splitterschutzhelm? Ich sehe ja sehr räumlich so im Bunkergang, ist eher Killing Zone. Ah ja. Habe ich wieder ohne Springer. Dass die Leute nicht. Das mit dem Splitterschutzhelm, das ist ja nicht. Also. Das, was ich jetzt als letztes... Oh, warte, ich glaube, ich will hier gar nicht runter. Ich weiß übrigens gerade nicht, in welchen Raum ich gerade dieses Dings von den Sims geschossen habe. War das der Raum, wo ich gerade herkam? Ich will mich jetzt hier nicht fallen lassen, oder? Da
Aber jetzt hier aufs andere Dach rüber zu springen, erscheint mir auch nicht so klug, oder? Obwohl, eigentlich will ich genau das machen, oder? Wir machen das einfach mal. Gucken, was passiert. Okay. Einmal hin. Wir sind auch in Schottland. Verdammt, worauf schießen sie? Na, auf, wahrscheinlich auf die Viecher, hoffe ich. Okay, das warten wir auf jeden Fall aus. Scheiße! Achtung, die Dächer! Ach, guck mal, die Yetis sind wieder da. Was sind wir denn da zwei? Okay, die könnte man ja tatsächlich Raketen ganz gut gebrauchen, oder? Was zum Teufel war das? Keine Ahnung! Augen offen halten! Na ja, toll, halten die Augen wieder an mir offen. Splitterschutzhelme sind keine Freunde. Springen? Lol. Keine Ahnung! Das ist geil, dass ich jetzt hier unten bin, ne? Mein Höhenvorteil. Habe ich jetzt sogar weniger Munition als vorher? Ich hatte doch gerade 130, 130 Schuss, oder nicht? Ich sehe ihn! Ja, Dreckskerl! Komm, Pascal! Hier schießt er auf mich! Ey, guck dir das an, der Typ hat eine Pistole. Das wird und der, dir wehtun. Und der hat natürlich die Taktik, dass er so schnell wie... Granate! Hier liegt übrigens schon wieder Granatwerfer. Ach, da ist ja noch einer. Ach, jetzt kommt... Ja. Alter. Scheiße, was ist das? Aber wie können die mich bitte schon hier treffen? Ich bin doch schon lange hinter der Decken. Das sind übrigens gerade drei das sind drei Bartmänner, ne? Hallo. Ich fühle mich sowas von verarscht in diesem Spiel. Das ist echt nicht mehr witzig, ne? Er springt halt trotzdem rüber. Oh Mann, natürlich treffen die mich alle. Das ist in der Theorie. Das hat die jetzt alle erwischt. So, jetzt muss ich, wenn ich jetzt noch mein Gewehr wiederfinde, sieht die Lage jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Hier steht so ein einsamer Baum noch, der viele Nährstoffe kriegt, gerade hier im Schnee und alles. Kann man nicht vorstellen, dass hier auch die Sonne scheint. Also, ja. Okay, liegt da Munition auch nicht schlecht. Na gut, wenn man... 7 Schuss Granatwerfer abfeuert, dann sind auch die schrotflinden Bartmänner. Besonders gibt es zwar sogar ein Gewehr, Bartmann. Sind sogar die besiegbar, so wie es aussieht. Wir haben tatsächlich übrigens ausnahmsweise mal voll um. Fucking hell. Muss ich jetzt hier gegen die Viecher kämpfen? Och nö.